Ich begrüße Sie zur 10. Folge mittlerweile meines YouTube-Kanals. Ich fange so langsam an, mich mit der digitalen Welt ein bisschen anzufreunden. Es soll heute um das Haus gehen, das der Philippine-Welser-Straße ihren Namen gegeben hat. Fangen wir von vorne an, mehr oder weniger von vorne. Man kann an einigen alten Häusern, einigen wenigen alten Häusern in der Stadt, kann man sie noch sehen, die alten Litera-Bezeichnungen, meistens neben den heutigen Hausnummern. 1781 hatte man das Stadtgebiet in 8 Bezirke eingeteilt, die mit den Buchstaben A bis H, G und H waren die Jakober Vorstadt, bezeichnet worden sind. Mit der dahinterstehenden Nummer des Hauses, also der wirklichen Hausnummer, ergab sich die offizielle postalische Anschrift, wie zum Beispiel D29. Und Sie ahnen, D29 hat was mit der Philippine-Welser-Straße zu tun. Hier habe ich zum Beispiel die Kopie zumindest eines Plans des Litera-Bezirks D. Von 1814 ist der. Bis 1938 behielt übrigens diese Litera-Bezeichnung, diese postalische offizielle Adresse, ihre Gültigkeit. Nachdem Augsburg 1806 seinen Status als freie Reichsstadt verloren hat und bayerisch geworden ist, wurden allerdings neben der offiziellen Litera-Anschrift auch Persönlichkeiten des bayerischen Königshauses in Straßennamen gewürdigt. Die Maximilianstraße zum Beispiel ist eben nicht nach dem Habsburger Kaiser Maximilian I. benannt worden, sondern nach dem bayerischen König Maximilian I. und gewissermaßen an seinem Arm in der Verlängerung der Straße seine Gemahlin Caroline. Die Maximilianstraße wurde gewissermaßen klammheimlich, das heißt, man hat es nicht gemerkt, weil die Straße natürlich ihren Namen behalten hat, wurde erst 1957 Kaiser Maximilian gewidmet. Und wie gesagt, die bayerische Königin geht jetzt gewissermaßen am Arm des Habsburger Kaisers durch die Stadt. Erst 1837 hat der bayerische König Ludwig I. es genehmigt, dass Straßen auch nach Persönlichkeiten benannt wurden, die nicht dem Hause Wittelsbach angehören. Und das waren zuerst mal 2 Personen, wo die Genehmigung kam. Zum einen der kaiserliche Rat und Gelehrte Konrad Peutinger. Der wurde aus der Johannesgasse, aus der früheren die Konrad-Peutinger-Straße oder Gasse, müsste ich nachgucken, weil sich hier ja auch das Wohnhaus von Konrad Peutinger befand. Und aus dem alten Heumarkt wurde die Philippine-Welser-Straße. Aber diese Bezeichnung beruht im Grunde auf einem Irrtum, wie in diesem Büchlein aus dem Jahre 1833 nachzulesen ist. Damals hat dieser Straßenzug, wie gesagt, noch den offiziellen Namen Alter Heumarkt getragen. In dem Büchlein heißt es, Zitat, bei dem Gedanken, dass in dieser Straße eine hochgefeierte augsburgische Patriziertochter, Philippine Welser, nachmalige Erzherzogin von Österreich, in dem Hause Litera D Nr. 29 im Jahre 1530 geboren wurde, dürfte der Wunsch gewiss nicht unbescheiden sein, dass diese Straße künftig umso mehr Welsersstraße benannt würde, als diese Straße seit 1523 durch Verlegung des Heumarkts auf einen anderen Platz ihre ursprüngliche Bedeutung verloren hat. Zitat Ende. Aber wie heißt es so schön, hier irrt der Autor. Die Geschichte, dass es sich bei dem Welserhaus, sogenannten Welserhaus, auch nicht nur so genannt, sondern wirklich Welserhaus, in der Philippine-Welser-Straße um das Geburtshaus der Philippine-Welser-Straße handelt. Dieses Gerücht sozusagen hat sich allerdings noch sehr lange gehalten. Nicht zuletzt deshalb, weil an der Fassade eine Tafel angebracht wurde,
auf der es fälschlicherweise heißt, dass hier die Eltern der Philippine Welser gewohnt haben. Die haben nie hier gewohnt. Das Anwesen war allerdings wirklich im welserschen Besitz, und zwar im Besitz von Lukas Welser. Um 1500 hat er das Haus erworben. Der gehörte aber einem anderen Familienzweig an. Aber es war also sozusagen immerhin ein Welserhaus. Der spätere Besitzer Martin Pfeifelmann ließ die Fassade 1594 bemalen, was man hier auf einem alten Stich ganz schön sehen kann. Und hier ahnt man auch, ich habe das mal in einer Zeichnung versucht, ein bisschen rauszuarbeiten, dass die Anordnung der Fenster sich auch bei dem klassizistischen Umbau 1780, zumindest in den Wohngeschossen, nicht verändert hat. Sie sind wohl nur etwas vergrößert worden. Wie gesagt, das Haus war ursprünglich bemalt, und bei der Fassadenrenovierung 1976 kamen auch Teile der alten Bemalung wieder zum Vorschein. Wie dieser Artikel aus der Augsburger Allgemeinen vom 2. Juli 1976 berichtet. Und wie in dem Artikel nachzulesen ist, wurden auch diese erhaltenen Reste, die wiedergefunden wurden, vom Restaurator auch abgenommen und befinden sich meines Wissens nach zum Teil im Privatbesitz und zum Teil im Maximilianmuseum. Wie ich übrigens von späteren Besitzer des Hauses, Ewald Kapfer, erfahren habe, sind auch unter dem Anstrich der Abseiten im Innenhof sind auch noch Reste der alten Fassadenbemalung erhalten. Es war nur finanziell zu aufwendig, die alle freizulegen, und es wurde übertüncht. Also Archäologen, Hausrenovierer, achten Sie darauf, da ist womöglich noch was Spannendes zu finden. Entgegen dem damaligen Zeitgeist, von dem mein alter Freund Raimund von Doppelhoff immer gesagt hat, Zeitgeist ist immer sehr viel mehr Zeit als Geist, ein sehr kluger Satz. Entgegen diesem Zeitgeist hat der Besitzer Berthold Walter nach dem Krieg das ziemlich in Mitleidenschaft gezogene Haus, Sie sehen es hier auf diesem Foto, da steht eigentlich nur noch die Fassade und dahinter ist nicht mehr viel, hat nicht wie bei vielen anderen Häusern, wie beim Hotel Drei Mohren oder dem sogenannten Beckenhaus, nicht etwa das Ganze abgerissen, was noch vorhanden war, sondern direkt nach dem Krieg diese Fassade wieder wundervoll instand setzen lassen, und zwar auch mit seinen unterteilten Fenstern, was in der ersten Nachkriegszeit also überhaupt gar nicht zeitgeistig und modern war. Da hat man gerne irgendwelche Kastenfenster in große Glaslöcher in der Fassade verwandelt, was nicht unbedingt schön aussah. Das Gespür dafür ist erst sehr viel später wieder entstanden. Aber nochmal zurück zu Philippine Welser. Wo ist sie denn nun geboren worden? Sie wurde geboren im Hause ihres Großvaters Philipp Adler. Und dieses Haus befand sich auf dem Weinmarkt in der heutigen Maximilianstraße. Ich zeige es hier. Das ist das Haus hier oben mit dem hohen Giebel, mit dem hohen Dach. Also ein stattliches Haus war das. Hier unten habe ich es noch mal ein bisschen näher raus fotografiert. Das Haus wurde, hier haben wir nochmal einen Stich, hoppala, wo das Haus hier am Rande zu sehen ist. Und Sie sehen gleich, was hier heute steht. Das ist nämlich der fast identische Stich. Aber hier steht nicht mehr das Haus von Philipp Adler, sondern das Schätzlerpalais, das Adam Liebert von Liebenhofen hat errichten lassen und den Adlerbau dafür abreißen lassen. Ja, ich hoffe, es war Ihnen eine Bereicherung sozusagen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und empfehlen Sie mich weiter.